Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade an einem Busbahnhof und so sieht es gerade aus. Ich warte jetzt noch eine halbe Stunde. Bin halt wie immer viel zu früh und fahre dann nach Pai. Und nebenbei schneide ich mal das Video von gestern. Ihr könnt gespannt sein. Freue mich schon auf die Reise. So, das wird ein Spaß. Ich fahre jetzt mit diesen kleinen Bussen dann nach Pai. Und das ist die Lea, die kommt auch aus Berlin. Sag mal hi. Ich frag mich gerade, wie sicher das da oben ist. So, yeah. Kurze Pause, Pipi-Pause. Ich habe wieder was Geiles gegessen. Jetzt fahren wir immer noch weiter nach oben. Mir ist immer noch nicht schlecht. Voll geil. Gerade angekommen. Was ist denn das? Finden Sie so ein Hund? Ah, ja. Oh Gott. Oh Mann. Das hier für coole Häuser. Ich habe jetzt gerade zwei Berliner noch kennengelernt. Das eine Mädchen kennt ihr ja schon, habe ich schon mal erzählt. Ja, jetzt bin ich in Pai angekommen. Und ja, und da habe ich noch eine Berlinerin kennengelernt. Das ist die Mimi. Und die andere, die Lea, die habe ich schon vor im Grand Canyon kennengelernt. Und jetzt gucke ich mal, jetzt suche ich mal mein Hotel. Und es sieht schon ganz schön gemütlich aus hier. Finde ich cool. Und da oben, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt, ist eine riesen fette weiße Statue. Holy crap. Und es ist hier noch um einiges wärmer als in Chiang Mai. Ich weiß gerade nicht, ob es daran liegt, dass einfach nur die Sonne scheint, aber das. Die Haut brennt gerade wie die Hölle. Und ich habe den Tipp bekommen von Andrea, dass ich zu seinem bestimmten Gasthaus gehen soll, weil es angeblich super gut ist und super schön. Und es sollte gleich hier über der Brücke sein. Wow, das ist ein bisschen scary drauf zu laufen. Oh, was. Jetzt bin ich auch angeblich angekommen. Und die ist so süß. Say hi. Hey. Give me a high five. Yeah. Und nochmal. Yeah. My name is Philip. Philip. Yeah. And you? Yeah. What's your name? Iris. Iris? Yeah. Yeah. She's sweet. Yeah. Sie hilft mir beim Tragen, die Iris. Voll süß. That's you. Hey. Like this. Yeah. Sweet. Yeah. Ist die nicht süß, die Kleine? Voll süß, oder? Und in den nächsten Tagen werde ich hier schlafen. Das wird auch voll witzig. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also mit so vielen Leuten in einem Raum, sehr interessant. Gucken, ob es nicht zu warm wird in der Nacht. Und ich hoffe mal, dass die Mücken mich nicht zerfressen. Aber ich werde ja mit so einem Netz schlafen, geht es vielleicht. Jo, der ist richtig hart am Chillen. Ich dachte, ich wäre in Thailand. Bro, du dachtest, du wärst Minimalist. Jo, ich habe mir wieder ein Scooter ausgeliehen. Und jetzt versuche ich mal, noch mir die Stadt anzuschauen. Leute, ich finde, die Kamera kann das nicht so auffangen, wie es in Wirklichkeit ist. Aber diese Landschaft hier, so schön. Okay, jetzt diese Stromdinger. Die nerven aber sonst mega schön. Wow. Also am Freitag werde ich
von diesem Flughafen nach Chiang Mai fliegen. Oh Mann, das ist ätzend, Leute. Da hinten regnet es schon. Das Wetter kommt zu uns. Dieser Regen, der ist schon wieder so krass gewesen. Hat hier auch alles überflutet, was es hier gab. Und da hinten. Und witzigerweise ist da wieder alles blau. So, und ich versuche jetzt da oben rauf, bei diesem weißen Punkt, zu dem Tempel hinzufahren. Ich glaube, dieser Vlog wird voll mit Timelapses sein. Einfach, Pai ist so schön. So habe ich mir eigentlich Thailand vorgestellt. Und Chiang Mai selbst, die Region ist auch schön, aber das ist halt noch viel zu viel Stadt einfach. Schaut euch das einfach mal an. Holy fuck. Crazy. So, und ich bin jetzt beim Buddha angekommen. Da chillt er. Zwei Amerikaner noch kennengelernt, mit denen gehe ich jetzt noch irgendwo essen. Und dann muss ich nochmal mit den anderen Mädels irgendwo essen gehen. Oh shit, man. Ich werde wieder heute platzen. So, say hi! Hi! Yeah! Hey Leute, ich habe gerade mit den Amerikanern, erstmal guck mal hier, was geht da ab, habe ich gerade so gut gegessen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, die Currys waren so schlecht, aber wir haben so gut miteinander gequatscht und also wir waren so sympathisch, hat so Spaß gemacht. Und jetzt suche ich gerade noch die anderen zwei. Es sind sogar drei und die sollten irgendwie auch hier sein und das ist hier der Nachtmarkt so gesehen und hier geht auch irgendwie einiges ab. Dann gehen wir auch gleich später nochmal rauf. Oh Mann, Leute, es fängt wieder an. Ich hoffe, die ganzen Viecher kommen nicht gerade zu uns. Oh shit. Und ich bin jetzt gerade mit den anderen essen. Ich habe gerade Partei gegessen, das war richtig cool. Voll lecker. Weil einfach die Portionen sind aber hier viel zu klein. Aber ich sterbe hier alle. Es geht bei denen ab. Oh Mann. Und hier in Thai ist das so krass, die kriegst du überall in jeder Ecke Scooters. Überall sind die. Oh, ich habe jetzt zu viel gegessen, aber jetzt reicht es immer noch nicht, hole ich mir einen Nachtisch. So, das ist jetzt schon die vierte Runde, ich habe schon aufgehört zu zählen und es geht einfach weiter mit dem Essen. So, das sollte das letzte sein, was ich heute esse, oder trinke eher gesagt. Ein Smoothie, Mango, Banana, Passion Fruit. Ich bin noch vom Jazz. Boah Leute, ich bin so K.O. Ich habe gerade auch so Kopfschmerzen schon die ganze Zeit. Das war's für mich für heute. Danke fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf morgen! Yes, man!